Was ich Ihnen in der letzten Vorlesung noch schuldig geblieben bin, war der Beweis dieses Satzes über den Betrag des Vektorprodukts. Das wollen wir jetzt in dieser Stunde nachholen. Dazu beginnen wir mal mit der Gleichung 1,55 bzw. betrachten jetzt das Betragsquadrat des Vektorprodukts, was ja nichts anderes ist als a Kreuz b, Skalar multipliziert mit a Kreuz b. Ja, das ist ja der Betrag eines Vektors oder das Betragsquadrat eines Vektors definiert. Und jetzt nehmen wir wieder unsere Darstellung des Epsilon-Tensors. Epsilon i j k a j b k und dann noch einmal multipliziert mit einem Epsilon-Tensor Epsilon i. Darf ich nicht mehr JK, sondern LM zum Beispiel nehmen für ALBM. Diesen Ausdruck wollen wir jetzt weiter auswerten. Bevor wir das hier weiter durchführen, betrachten wir ganz allgemein das Produkt zweier Epsilon-Tensoren. Ja, also ich beginne mal mit einem Epsilon-Tensor IJK und einem Epsilon-Tensor jetzt mit drei erneuten Epsilon LN. LMN, so. Und verwenden für beide dieser Tensoren die Darstellung, die wir bereits das letzte Mal verwendet haben, als Determinante in der Form Delta I1, Delta I2, Delta I3, dann haben wir Delta J1, Delta J2, Delta J3, Delta K1, Delta K2. Delta K3. So, wir haben der erste Tensor hier, für den zweiten ganz analog. Delta 1 L. Der Unterschied ist, werden Sie gleich sehen, warum ich das so mache. Ich vertausche hier nur die beiden Indizes, was ich ja tun darf. Delta 2 L, Delta 3 L, dann in der zweiten Spalte Delta 1 M. Delta 2m, Delta 3m und in der dritten Spalte Delta 1n, Delta 2n und Delta 3n. So, was ich jetzt benutze, ist eine Eigenschaft, die Sie von Determinanten aus der linearen Algebra kennen sollten, nämlich dass die Determinanten von A, einer Matrix A, mal einer Determinante einer Matrix B gleich ist der Determinante des Matrixprodukts von A mal B. Das heißt, ich benutze jetzt genau diesen Zusammenhang. Ich muss jetzt hier das Produkt dieser beiden Matrizen bilden. Ich schreibe mal den ersten Ausdruck hier an. Zeile. Ach, da muss ich mal. Multipliziere also jetzt diese Zeile mit dieser Spalte. Er schreibt das hier separat an, dann kriege ich ein Delta I1 Delta 1L plus Delta I2 Delta 2L plus Delta I3 mal Delta 3L. Diesen Ausdruck, Sie sehen, hier kann ich verkürzt schreiben als Delta I, nehmen wir es P, Summenindex Delta P L, weil ja hier summiert wird über diese Variable 1, also diesen Index 1, 1, 2, 2, 3, 3 kann ich das so schreiben. Und das wiederum lässt sich ganz einfach als Delta IL ausschreiben. Ja, wenn ich jetzt hier die Summation, wie wir es schon kennen, über diesen gemeinsamen Index P hier ausführe, verschwindet ein Kronecker-Delta und das P wird zu L. Oder das P wird zu I, je nachdem, wie man es betrachtet. Jedenfalls
Wenn ich diese Multiplikation ausführe, steht hier ein Delta IL. Und ganz analog gehe ich mit den anderen beiden, mit allen anderen Zeilen und Spalten vor. Und am Ende steht dann hier ein Delta I M Delta I N. In der zweiten Zeile steht ein Delta J L Delta J M Delta J N und ein Delta K L Delta K M und ein Delta K N für dieses Produkt dieser beiden Epsilon-Tensoren. Das war nur unsere Hilfsbetrachtung hier. Jetzt können wir weiter argumentieren. Und zwar, das Ergebnis können wir uns einmal unterstreichen. Was wir hier aber brauchen, ist, so, man nennt das die einfache Überschiebung des Epsilon-Tensors. Wenn Sie hier genau hinschauen, dann haben wir hier statt I, J, K, K, L, M, N, haben wir jetzt zwei gleiche Indizes stehen. Das heißt, jetzt muss ich noch einmal diesen Ausdruck, den wir hier allgemein abgeleitet haben, für diesen Ausdruck mit zwei gleichen Indizes abschreiben. Was dann dabei rauskommt, ist das folgende: Epsilon I J K Epsilon I M N. Das heißt, ich mache nichts anderes, als dass ich jetzt hier in dem Ausdruck L gleich I setze. Ja, dann steht hier, ist jetzt ein bisschen blöd, das geht sich glaube ich gerade nicht aus, dass man das beides sieht. Dann steht hier ein Delta, also ich setze L gleich I in den Druck, dann steht hier ein Delta II. Delta I M Delta I N Delta J I Delta K I und hier haben wir ein Delta J M Delta J N Delta K M und ein Delta K N. So, jetzt überlegen wir uns zunächst einmal, was ist denn eigentlich ein Delta II? Das ist jetzt ein bisschen erweiterte Einstein-Summenkonvention, muss man hier betrachten. Das ist eigentlich nichts anderes als die Summe wiederum. Also der Index taucht hier zweimal auf. Ja, zwar nicht ein Produkt, aber auch wenn er im gleichen Tensor, in dem Fall im Kronecker-Delta, zweimal ein Index auftaucht, dann meinen wir damit eine Summe. Das heißt, das, was hier steht, ist eigentlich ein Delta 1,1 plus Delta 2,2 plus Delta 3,3. Das heißt, das ist ja 1 plus 1 plus 1 ist 3. Das heißt, mehr Kronecker-Delta II ergibt 3. Ja. Na gut, und dann jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als diese Determinante jetzt hier stur auszurechnen, nach der Regel von Sarü. Da bekomme ich also folgende Ausdrücke raus. 3, ja, das ist jetzt ein wenig mühsam, das alles auszurechnen. 3 mal Delta JM, Delta KN plus jetzt. Ja, Sie wissen, die Regel von Sarü merkt man es am besten so, indem man diese ersten beiden Spalten hinten noch einmal dazu schreibt. Delta KI und Delta IM, Delta JM und Delta KM. Das heißt, diese Diagonale haben wir jetzt schon berechnet. Jetzt kommt diese Diagonale. Da haben wir also ein Delta IM, Delta JN. Delta KI und nochmal plus, ups, jetzt haben wir da plus Delta IN Delta JI.
oder Delta Km minus, und jetzt kommen diese Terme hier, Delta KI, fangen jetzt hier unten an, KI, Delta JM und Delta IN soll das jetzt hier heißen. Dann habe ich hier minus den Dreierstrebke von N, 3 mal Delta KM Delta JN. Und einen Term haben wir noch. Einen Term haben wir noch. Den schreiben wir jetzt hier auch noch dazu, nämlich Delta KN Delta JI Delta IM. Sie sehen also, da muss man relativ genau sein, also sehr genau sein bei den Indizes, dass man sich da nicht verhaspelt. Jetzt kann ich die Ausdrücke weiter vereinfachen. Den ersten Ausdruck lassen wir mal so stehen, wie er ist. 3 Delta JM Delta KN, den kann ich nicht vereinfachen. Den nächsten Ausdruck hier, hier wird ja summiert über I. I taucht hier zweimal auf. Bei dieser Summe fällt ein Delta dann weg und es ergibt sich hier ein Delta. M und ein Delta JN. Beim nächsten Ausdruck summiere ich wieder über I. Das heißt, hier ergibt sich ein Delta JN, Delta KM minus, es wird wieder über I summiert. Ja, das war unser Ausgangspunkt. Über I summieren wir. Diese Summation ausgeführt gibt ein Delta KN Delta JM. Dann der Term, Entschuldigung, bleibt da stehen. 3 mal Delta KM Delta JN. Und da wird wieder über I summiert. Da gibt ein Delta KN Nordpol. Und ein Delta JM. So, jetzt können wir das noch vereinfachen, weil wir haben ja lauter Terme stehen. Hier mal JMKN. Da haben wir noch einmal ein JMKN. Noch einmal ein JMKN. Das heißt, wir haben 3 minus 2 mal den Ausdruck, bleibt ein Delta JM Delta KN übrig. Und umgekehrt passiert das hier auch bei dem Term KM JN. Den haben wir hier und hier noch stehen. Das heißt, er gibt dann ein Minus Delta KM Delta JN. Das Ergebnis, schreiben wir es noch einmal an, wir oft brauchen, nämlich die Überschiebung von dem Epsilon Tensor, also Epsilon I J K Epsilon I M N. Wie merke ich mir diese Formel? Über I ist der erste Index bei beiden Epsilon Tensoren, über den wird summiert und dann habe ich hier Produkt von zwei Kronecker-Deltas. Beim ersten Produkt nehme ich jeweils den zweiten Index, also J, M und den dritten Index, also Delta K und N. Das ist hier. Minus und jetzt gekreuzt nehme ich den mittleren Index vom ersten Epsilon, also J, und den hintersten vom zweiten Epsilon-Tensor und dann umgekehrt. Dann nehme ich mir also Delta K und Delta, also Delta KM. Diese Formel merken wir uns, weil die brauchen wir jetzt genau für unser Kreuzprodukt, Betrag des Vektorprodukts. Ja. Ups, was ist jetzt passiert? Also schauen wir mal an.
Wir haben es zwar oben schon stehen gehabt, schreiben wir es noch einmal an. A Kreuz B mal A Kreuz B. Das ist ja unser Ziel, hier war ja das auszurechnen hier. A Kreuz B Betragsquadrat. Und jetzt haben wir also hier, das haben wir schon einmal stehen gehabt, Epsilon I J K. A, J, B, K. Und jetzt nehmen wir die gleichen Indizes wie hier. Im zweiten Skalarprodukt, beim zweiten Vektorprodukt wieder Epsilon I und nehmen jetzt die Indizes, die hier stehen, M, N, also A, AM, BN. So, jetzt habe ich genau das, was ich hier oben stehen habe, nämlich die Überschiebung, einfache Überschiebung, nennt man das des Epsilon-Tensors. Kann also dieses Produkt ersetzen durch Delta JM Delta KN minus Delta JN Delta KM A J B K A M B N. Da multipliziert man das aus. Lass es nochmal, machen wir es nochmal ganz. Schritt für Schritt beim ersten Mal Delta JM Delta KN AJ BK AM BN minus Delta JN Delta KM AJ BK AM BN. Jetzt können wir natürlich wieder die Überschiebung mit dem Kronecker-Delta hier ausnutzen. Wenn wir hier her schauen, hier überschiebe ich das Kronecker-Delta J M mit A J. Das heißt, bei der Summe verschwindet mir dieses Kronecker-Delta und J wird zu M, also bleibt jetzt hier mal A M stehen. Und dann habe ich noch zum Beispiel hier eine Summe über K. Das heißt, das Kronecker-Delta als zweite verschwindet mir auch und das K von B wird zu einem N. AM, BN. Die Terme bleiben so stehen. Hier passiert das ganz analog, nur mit anderen Indizes, nämlich hier habe ich stehen A. Hier wird über J summiert, also ergibt sich hier ein AN. Und die zweite Summe über, zum Beispiel über K ausgeführt, ergibt sich dann hier zu ein BM. A, M, B, N. So, und jetzt versuche ich das Ergebnis hier wieder zu interpretieren. Nämlich, was steht hier beim ersten Ausdruck? Hier A, M, A, M steht hier. Schreibt die beiden Teile zusammen. Mal B, N, B, N. Das ist aber nichts anderes als das Betragsquadrat von A. Und das ist nichts anderes als das Betragsquadrat des Vektors b. Und im zweiten Ausdruck, dadurch, dass die Indizes hier vertauscht sind, steht hier ANBN und AM. Die Reihenfolge darf ich vertauschen, das sind jetzt einfach nur Zahlen, die ich da hier kommutieren darf. Und was hier steht, das ist das Skalarprodukt von A mit B und noch einmal das Skalarprodukt von A mit B. Das heißt, wenn wir das noch einmal verkürzt schreiben, Betragsquadrat von A einfach als A Quadrat B Quadrat schreiben, minus A mal B in Klammer zum Quadrat. Und das ist unser Ergebnis, nicht Plus, sondern Kreuz natürlich, dass wir zeigen wollten. Das rahmen wir uns ein und merken uns das. Jetzt können wir noch die zweite Beziehung auch noch leicht zeigen, nämlich die hier anschließend an diesen dem dritten Satz genannt war, nämlich wir wissen ja, dass das Skalarprodukt zwei Vektoren auch geschrieben werden kann als a mal b mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Das setzen wir jetzt hier ein, dann haben wir stehen A Kreuz
b Betragsquadrat ist gleich a Quadrat b Quadrat. Das Quadrat dieses Ausdruckes ergibt dann ein Minus a Quadrat b Quadrat Cosinus Quadrat Theta. Können wir das a Quadrat b Quadrat rausheben natürlich. 1 minus Cosinus Quadrat Theta. Und dann sehen wir schon, sehr schön, das ergibt sich Sinus Quadrat Theta. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch die Wurzel ziehen aus dem Ausdruck, dann haben wir a Kreuz b Betrag ist gleich a mal b mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Und aus dieser Form, die wir jetzt hier zum Schluss gesehen haben, kann man auch sehr schön die geometrische Bedeutung des Kreuzproduktes ablesen. Nehmen wir an, ich habe jetzt hier zwei Vektoren a und b, die ich hier zu einem Parallelogramm erweitere. Also das wäre ein Vektor a hier und ein Vektor b, und die Vektoren schließen einen Winkel Theta ein. Dann hätten wir hier noch einmal den Vektor a eingezeichnet und hier noch einmal den Vektor b. Dann ist die, das ist jetzt nichts anderes als die Fläche dieses Parallelogramms. Ja, das merken wir uns also, wenn ich der Betrag des Kreuzprodukts gibt die Fläche des von den beiden Vektoren a, b aufgespannten Parallelogramms. Man sieht natürlich auch sehr schnell, was passiert, wenn der Winkel Theta gegen, also 0 wird. Ja, dann, wenn die beiden Vektoren also parallel sind, dann wird das verschwindet der Sinus und damit ist die Fläche 0. Ja, und damit ist auch das Kreuzprodukt 0. Für zwei Vektoren, die parallel zueinander stehen, aufeinander stehen, verschwindet das Kreuzprodukt. Wir können jetzt hier noch das von einem Zahlenbeispiel durchrechnen, wenn wir wollen. So ein bisschen ein anders geartetes Beispiel. Also dem Beispiel, worum geht es da hier? Ich drei Punkte im Raum, drei Raumpunkte A1, also A, B und C, und gesucht, also jetzt können wir versuchen wir das mal zu skizzieren, ich habe jetzt hier irgendwo, ohne das jetzt hier zahlenmäßig genau zu konstruieren, wo die Punkte jetzt genau liegen, ja, jedenfalls habe ich jetzt hier ein Koordinatensystem 1, 2, 3, habe dann hier irgendwelche drei Vektoren. Das wäre ein Vektor A und ein Punkt A, ein Vektor und ein Vektor C. Das wäre ein Vektor A, ein Vektor B und ein Vektor C. Und diese drei Punkte da hier, die beschreiben jetzt ein Die spannen ein Dreieck auf, ja, das Dreieck. Ups. Machen wir das so. Ein Dreieck. Spannen die auf. Und wir wollen jetzt die Fläche dieses Dreiecks berechnen. Es geht mit Hilfe des Kreuzprodukts ganz einfach. Ich muss einfach nur mir überlegen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich wähle jetzt hier einen Vektor. Entschuldigung. Das ist einen Vektor klein a, nenne ich den jetzt hier, als Verbindung des Punktes A zum Punkt B und ein Vektor klein b als Verbindung von A zu C, dann spannen wir diese beiden kleinen Vektoren A, B, spannen wir ein Parallelogramm auf, ähnlich wie hier oben,
Und die gesuchte Fläche meines Dreiecks ist dann genau die Hälfte, weil ich kann ja jetzt hier, könnte das jetzt hier vervollständigen, indem ich jetzt hier den Vektor A noch dazu hänge und den Vektor B. Das schaut dann in etwa so aus. Und die Fläche des Parallelogramms, jetzt schreiben wir das wieder an. Wo sind wir? Hier. Die Fläche des Dreiecks wird dann A Kreuz B halb. Der Faktor 1/2 kommt eben daher, dass ich ja die hier die nur die Dreiecksfläche haben möchte, und das ist eben genau die Hälfte von diesem Parallel, von dieser Parallelogrammsfläche. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt machen muss, ich muss mir jetzt nur überlegen, wie komme ich zu den kleinen, zu den Vektoren a und b, klein a und klein b. A ist die Verbindung von a zu b, und das muss dann einfach sein b minus a. Ja. B minus a. Moment mal, stimmt das? Wenn ich an zu dem Vektor b minus a dazu hänge, komme ich zu dem Vektor a. Ja? Also wir merken uns, wenn ich so einen Vektor bilden möchte von Spitze von A zur Spitze von B, muss ich B minus A nehmen. Entsprechend muss ich dann hier, um den Vektor B zu erhalten, muss ich von C minus A berechnen. Und das Kreuzprodukt dieser beiden Vektoren muss ich dann ausrechnen. Ja, das könnte ich mir jetzt hier mal ausrechnen. In dem gegebenen Koordinatensystem ist es, hat das dann den Wert 2, 7, 5. Minus aber 1, 2, 1 ergibt dann so 1, 5, 4, und die Differenz von C und A ergibt C war 5, 4 und 2 minus nochmal A 1, 2, 1 ergibt 4, 2, 1. Und meine gesuchte Fläche bekomme ich, indem ich zunächst einmal das Kreuzprodukt bilde von A und B. Also 1, 5. Wenn man jetzt die Darstellung mit dem Epsilon-Tensor ist extrem hilfreich, wenn man allgemeine Beweise führt. Wenn man jetzt konkrete Rechnungen ausführt, so mit Zahlen wie hier in dem Beispiel, dann wird man natürlich das Kreuzprodukt einfach aber so berechnen, wie Sie es bereits aus der Schule kennen. Nehme ich jetzt 5 mal 1 minus 4 mal 2 ist dann 8. Dann habe ich 4 mal 4 sind 16 minus 1. Und dann habe ich hier noch 2 minus 5 mal 4 sind 20. Ergibt sich also hier zu minus 3, 15 und minus 18. Was ich brauche, dann ist das Betrag, ist der Betrag dieses Vektors A Kreuz B, der ergibt sich eben zu minus 3 Grad plus 15 zum Quadrat plus minus 18. Wenn man es ausführlich schreibt, zum Quadrat. Das habe ich schon auf meinem Zettel stehen. Wenn wir das ausführen, aber nicht stehen, schreiben wir es hin, 9 plus 225 plus 2, 324. Die Wurzel daraus ergibt irgendetwas, und wenn man die gesuchte Fläche des Dreiecks haben möchte, muss man halt A Kreuz B halbe bilden, und hier ergibt sich dann am Ende ein Zahlenwert von 81. Als Übung machen Sie bitte Folgendes. Wir könnten ja die Dreiecksfläche auch ausrechnen, indem wir die Formel benutzen a mal b mal Sinus Theta, h
halbe, wobei a, b eben die Längen der beiden Vektoren sind und Theta ist dieser Winkel da hier. Und machen Sie doch zur Übung Folgendes. Benutzen Sie diese Formel hier, um die Fläche auszurechnen. Es muss natürlich das Gleiche rauskommen. Und wie kommen Sie zum Winkel Theta? Nehmen Sie das Skalarprodukt der beiden Vektoren. A, b ist gleich mal b mal Cosinus Theta, beziehungsweise der Cosinus Theta ergibt sich zu a mal b durch Betrag von a mal Betrag von b. Kommt was raus? Können Sie den Winkel Theta berechnen? Und den Winkel Theta setzen Sie dann da oben ein. Und damit kommen Sie auch auf die gleiche Fläche, wie Sie sehen werden. Da kommt natürlich ebenfalls der gleiche Wert drauf. Ein Beispiel schauen wir uns jetzt noch an aus dem Skriptum. Und zwar ist es das zweite Beispiel hier. Worum geht es in der Aufgabe? Da sind wieder drei Vektoren gegeben, a, b und c. Die Frage ist, liegen die Vektoren in einer Ebene oder nicht? Ja? Die einfachste Art und Weise, diese Frage zu beantworten, ist, indem man das Spatprodukt dieser drei Vektoren berechnet. Also a Kreuz b mal c, das haben wir ja schon besprochen. Warum? Gibt es Aufschluss darüber, ob die drei Vektoren in einer Ebene liegen? Nehmen wir an, so wie ich jetzt hier diese drei Vektoren jetzt hier zeichne, a, b, c, die liegen jetzt genau in meiner Zeichenebene. Nehme ich an. Also a, sie, b und c. Dann würde das Kreuzprodukt, da gibt immer einen Vektor, der steht normal auf die beiden Vektoren. Das heißt, in meiner Zeichnung würde jetzt dieser Vektor hier a Kreuz b genau aus meiner Tafelebene hinaus oder hinein zeigen. Und dann habe ich hier noch das Skalarprodukt von einem Vektor, der steht dann ja offenbar normal auf c. Das heißt, das verschwindet dann. Das heißt, wenn die drei Vektoren a, b, c in einer Ebene liegen, dann verschwindet das Spatprodukt der drei Vektoren. Und das Spatprodukt der drei Vektoren habe ich Ihnen auch schon gezeigt, kann ich auch berechnen als Determinante, indem ich einfach die Koordinaten der Vektoren a, b und c in eine Determinante schreibe. Die Vektoren kenne ich ja. Die Koordinaten, also 5, 4, 5, 2, 2, minus 2, 1 und minus 1, 0, 2. Die Determinante einer 3x3 Matrix berechne ich zum Beispiel mit der Regel von Sarrü. Ihr könnt es auch über die Laplace-Entwicklung machen. Machen wir es mit der Regel von Sarrü. Dann schreiben wir uns hier die ersten beiden Spalten noch einmal am Ende dazu. Und berechnen einfach die Werte. 4 mal minus 2 mal minus 2 ergibt, verrechnen wir jetzt sicher, minus 16. Dann haben wir hier 5 mal minus 1 ergibt minus 5. Und dann haben wir noch, da steht ein 0, 0 raus. Minus, machen wir hier Klammer, der Ausdruck ergibt einmal 2. Und mal 2 sind 4. Dann haben wir hier wieder 0 stehen, fällt weg. Und dann haben wir hier 20. 4 mal 5 ist 20. Ergibt also hier minus 21 minus 4 mal, also 4 plus 20 sind 24. Ist auf jeden Fall offenbar nicht 0. Daraus folgt B, C liegen nicht in einer Ebene.
Gut, und zum Abschluss von heute fassen wir wie im Skriptum noch einmal die, da sehen Sie nochmal die Spartprodukte hier auf der Seite 20, fassen wir nochmal die wichtige Eigenschaften des Epsilon-Tensors zusammen, die wir heute verwendet haben. Erkläre noch einmal ganz kurz die Verwendung dieser Gleichungen. Also ganz allgemein die Gleichung, die Gleichung 1,62 hier aus dem Skriptum. Das ist, die haben wir uns ja abgeleitet, ganz allgemein das Produkt zweier Epsilon-Tensoren, wobei alle dem insgesamt sechs Indizes verschieden sind, kann man so als Determinante lauter Kronecker-Deltas schreiben. Die einfache Überschiebung habe ich Ihnen gezeigt. Wenn ich beide zwei Indizes gleichsetze, hier der ersten Index gleich, kriegen wir dieses gekreuzte, diese Produkte von zwei Kronecker-Deltas, die Indizes vertauscht sind. Das haben wir ja verwendet schon. Dann, was wir auch hin und wieder brauchen werden, ist die zweifache Überschiebung. Das heißt, hier sind ja zwei Indizes gleich, Epsilon I, J, K und beim zweiten ist offenbar jetzt hier ein Fehler. Da ist ein Fehler im Skriptum, sehe ich gerade. Da muss natürlich auch ein J stehen. Epsilon I, J, N. Also zweifache Überschiebung heißt, zwei Indizes beiden Epsilon-Tensoren sind gleich. Am besten, ich habe mir jetzt in der Zeile verschaut. Da muss ich natürlich herschauen, das stimmt natürlich. Epsilon I, J, K, Epsilon I, J, N. Das heißt, jetzt setze ich, ich schaue in die obere Zeile und setze hier M gleich J. Wenn ich hier M gleich J setze, steht dann Delta J, J, Delta K, N und ein Delta J, N, Delta K, N. Habe ich mir jetzt verschrieben. Schauen wir, überlegen wir mal. Das ergibt, das haben wir schon mal gehabt, das ergibt genau 3. Also 3 Delta KN. Da muss ein J stehen natürlich. Da habe ich mir verschrieben. Wir haben gesagt, ich setze M gleich J. Dieses M hier wird zu dem J hier. Ja. Also steht da ein K, J. So, jetzt müsste es passen. Und dieser Ausdruck hier, der zweite Ausdruck hier, ergibt sich, hier überschiebe ich J, summiere ich über J, das heißt ein Kronecker Delta fällt weg und es gibt ein Minus Delta Kn, gibt nach Adam Riese dann 2 Delta K. Also die zweifache Überschiebung des Epsilon-Tensors ergibt zweimal das Kronecker-Delta. Und letztlich brauchen wir noch die, manchmal die dreifache Überschiebung. Also wenn ich hier eine dreifache Summe über I, J und K ausführe, dann schaue ich am besten wieder auf dieses Ergebnis. Muss also dann hier noch, Sie sehen, K gleich N setzen. Das ergibt dann ein 2 mal Delta n n und das ergibt 3. 2 mal 3 ist dann. Und da haben wir also jetzt hier alle Möglichkeiten der Überschiebung des Epsilon-Tensors mit sich selbst. Also das tensorielle Produkt, die einfache Überschiebung, die zweifache und die dreifache Überschiebung. Und diese Ergebnisse werden wir immer wieder
heranziehen für Berechnungen. Damit bin ich mit den Eigenschaften des Vektorprodukts fertig.